2 Flugplätze, gutes Essen, heiße Öfen. Nein, nicht der Alex, nein, auch nicht der Simon und der Michael auch nicht. Ja, jetzt aber ein Air-to-Air und wer von euch kennt sie eigentlich? Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video. Der Herbst, der sitzt selber, der macht es einem nicht ganz so leicht vom Boden wegzukommen. Aber wir waren wieder geduldig, ne? Muss man auch haben, Geduld muss da sein, auch wenn man meint, ja man muss jetzt hier früh zum Pfannkuchen essen, in Gingen aufschlagen zum Sunrise, ne? Muss man halt geduldig sein, was soll's, wir packen es jetzt auf jeden Fall wieder, ab geht's. Ja, das ist schon ein Träumchen, ne? Guckt es euch mal an. Wunderschön hier, die ganzen Nebelfetzen, die da unten noch drin liegen. Flugplatz, alles safe, ihr könnt bis zum Flugplatz gucken. Wir können jederzeit wieder umdrehen, alles gut. Löst sich jetzt auch total auf hier. Aber schön, 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 du, mein lieber Schwan. Ja, Leute, und von der Schönheit der Natur jetzt zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, ich folge einer Frau seit kurzem. Die hat mich sehr, sehr inspiriert und auch motiviert. Und zwar, der Name ist Katrin Kaiser, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Die zum Beispiel dieses Jahr mit ihrem Flieger ist die nach Oshkosh geflogen, ne? Die USA, von Deutschland aus. Und was mich so wirklich inspiriert an ihr ist, sie hat eine uralte Kiste. Sie fliegt so eine Grummet, so eine Eco-Klasse Grummet. Die Kiste ist arschalt, die Kiste ist arschlangsam, ne? Das Teil ist rot, ne? Die C42 der Eco-Klasse, ne? Und die hat kein Streben danach, höher, schneller, weiter, ich muss immer was Schnelleres fliegen. Nein, die macht mit dem, was sie hat, macht sie das absolut Beste draus und verwirklicht ihre Träume so. Und man erwischt sich ja selber immer, immer wieder, ach komm, das Flugzeug, das wäre doch geil, das fliegt doch 20 km/h schneller, das kann doch ein bisschen mehr Reichweite, pipapo. Erwischt man sich selber immer wieder, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Den Gedanken hat jeder, ist einfach so. Sie zeigt eben, what the fuck, scheiß drauf, ich habe das, was ich habe, mit dem komme ich zurecht, mit dem habe ich meine Freude dran. Ja? Das finde ich wirklich beeindruckend und auch inspirierend, finde ich cool. Ja, unschwer zu erkennen, es ging an Ulm vorbei und jetzt geht es zu den wirklich netten Fliegerkameraden nach Gingen an der Brenz. Die hatten eigentlich so eine Art Sunrise-Flug heute geplant, aber ist glaube ich auch so ein bisschen ins Wasser gefallen hier. Wir haben hier ziemlich Nebel gehabt noch bis heute früh. Aber jetzt ist aufgezogen, da gibt es noch Pfannkuchen, haben sie uns versprochen, jawohl, gucken wir mal. Und da treffe ich auch den Michael Wollerstein und wir fliegen dann zusammen in Formation rüber nach Pannheim. Da ist dann so eine Fallschirmsprung-Meisterschaft, da gibt es noch ein bisschen Fallschirmsprung-Action, ein bisschen was zum Essen. Und wird glaube ich ein ganz cooler Tag. Und dann schweben wir schweben und wir schweben, schweben und wir schweben und wir schweben, oioioioioio, komm, in Gingen. Eieiei. Ja, ich hab mal was, ich starte durch, ich hab mal eine Runde. Ja, jetzt musste der Michael zweimal durchstarten. Einmal wegen mir. Zweimal extra fliegen. Und einmal wegen der Böko. Aber es gibt Schlimmeres, ne? Gibt absolut Schlimmeres. Denke ich auch. Dann passt. Gucken wir mal rein, was es da so schön ist. Jetzt schau mal, Pfannkuchen. Die haben uns ja mit Pfannkuchen gelockt. Und meiner ist wahrscheinlich verbrannt. Du brauchst aber auch immer so lange, ne? Das ist richtig. Dankeschön, lasst euch schmecken. Dankeschön. Hat das aber gut gemeint mit mir, der Simon. Was kommt mein?
Mannheim, sehr geil. Da war ich das letzte Mal bei der Ausbildung, seitdem war ich nicht mehr da. Oha, Alter, hier gibt's Schläge, du. Oh, das ist ein herrlicher Platz hier, guckt euch das an. Und dann schweben wir aus, und dann schweben wir, und dann schweben wir, und wir können noch ein bisschen schweben, und wir schweben noch ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen schweben wir noch. Wunderbar. Leute, hier in Tannheim hat alles angefangen. Vor 4 Jahren habe ich an meiner lieben Omi einen Rundflug geschenkt. Und da dachte ich mir so, das war so der Moment, wo ich mir dachte, das wäre doch schön, auch selber das sowas machen zu können. Ne? Also so die Leute gesehen hat, wie sie in die Flieger eingestiegen sind und weggeflogen sind. Das war so, ich dachte, boah, das wäre schon cool, ne? Nach der langen Pause dann vom Segelfliegen. Und ja, hier hat das alles so seinen Ursprung genommen. Und hier habe ich dann auch meinen ersten Solo gemacht. Gibt es auch ein hochgradig tolles Video davon, ne? Hier alles bei Lima Mund. Mir wird richtig ordentlich Country-Musik hinterlegt. Und ja, also viel Historie für mich hier an dem Platz. Wunderbar. Heim zu jetzt. Wir haben genau 8 Minuten Flugzeit, jawohl. Das heißt, wir gehen direkt auf Platzrundenhöhe und gut ist. Ja Leute, auch die kleinen Abenteuer schreiben die Geschichten des Lebens. Es muss nicht immer die riesengroße, spektakuläre Reise sein. Nicht immer der Flug über die Alpen oder nach Frankreich rüber. Auch sich mal mit ein paar netten Leuten einfach mal zusammenhocken. Und 2 Flugplätze jetzt angeflogen, ist doch wunderbar. War ein cooler Tag und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht es gut, Servus und Ciao.